Und nachdem ein Handy-Klingel den letzten Part unterbrochen hat, sind wir wieder in Minecraft. Und leider habe ich total den Faden verloren. Bah! Wo war ich denn stehen geblieben? Jetzt habe ich mein Handy doch hier rumliegen, ne? Im Gegensatz zu meiner Behauptung der letzten Aufnahme. Und es hat gerade losgeklingelt. War sehr interessant. Wir können auch ein bisschen zu der Musik lauschen. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte nachgucken, was ich als letztes gesagt habe. Aber dann müsste schon wieder die Aufnahme pausieren. Wir hören ziemlich interessante Musik, die ziemlich fröhlich ist, aber extrem laut. Deswegen haben sie gerade leiser gemacht. Ja, ich kann nur weiterhin die externe Festplatte anpreisen, die riesig ist und toll ist. Und sie ist super toll mit ihr. Kann man ganz viel aufnehmen hin und da ist sogar etwas drauf, was ich auf dem PC ziehe. Bei heikeligen Haarheit. Das ist nämlich lustig, denn ich habe eine Spitzhacke in der Hand. Das war ein Donner. Regnet's draußen? Hi, Lava. Oh, hi, Lava. How's your sex life? Das war gerade eine ziemlich interessante Frage. Wo sich manchmal wahrscheinlich gedacht haben, what the fuck? Aber wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, ich mache sehr, 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 sehr ungerne Werbung, aber sucht mal auf YouTube Nostalgia Critic und dann The Room, also Nostalgia Critic. Der Film ist so krank. Also wirklich. Was sich der Regisseur dabei gedacht hat, ist dich. Übrigens ein Wort, wo ich. Na, da komme ich gleich drauf, wenn ich mir das merken kann. Der Film ist so schlecht. Allein der Versuch, dass die Schauspieler normal klingen, ist heftig. Zum Beispiel, was beschreibe ich denn aus dem Film? Ohne zu viel zu spoilern, weil die Review ist genial. Ich liebe diesen Mann, der es macht, also Doug Walker. Er ist mein Held, genau wie Spoonie. Mich interessiert, wie der Diamanten aussehen. Ach, wie eine Höhlenerforschung gleich zu einem Dungeon-Abenteuer wird, das ist schön. Quasi. Die reden ganz normal. Zum Beispiel, also, als Beispiel reden ganz normal. So. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oder You tearing me apart, Lisa. Ach, das ist so geil. Also, es ist so schlecht, dass ich drüber lachen muss. Das ist heftig. Also, wenn ihr euch den Gefallen tun wollt, schaut's euch an. Es ist. Wenn ich was empfehle, dann ist es meiner Meinung nach gut. Ansonsten würde ich nichts drüber in meinen Videos drüber verlieren. Weil ich eigentlich nicht so die Person bin, die sagt, okay, ich mache jetzt Werbung für Person XY. Es war gerade ein bisschen dumm, dass ich nur mit einer Spitzhacke oder zwei runter bin. Ich gucke mich mal weiter drin, ob ich dann irgendwas Interessantes finde. Und ob es sich lohnt, zurückzukommen. Es geht. Bisschen Gold. Ich glaube, ich lasse mir die Option mal offen, hier nochmal reinzugehen. Passt aber nicht ganz zu meinem Plan hier. Mache ich so. Da kommt eine Tür rein und da kommt ein bisschen Sicherheit rein. So, da kommen dann noch zwei Fackeln. Da kommt dann noch eine Fackel hin. So.
gehen halt die anderen Richtungen, also da ist quasi Dead End und äußerst, wir gehen jetzt in diese Richtung weiter. Wenn ihr noch eine Empfehlung wollt, was ich persönlich für gut empfinde und da mal nichts seid. Der Ruhm war jetzt so schlecht. Nimm mir noch was Schlechtes. Also, schlechten Film mit der Review. Sag mir Bescheid, dann nenn ich's. Geh noch ein paar anderen Filme, die meiner Meinung nach so geil schlecht sind. Weil ich stehe auf Trash. Abnormal stehe ich darauf. Ich mag Trash-Games, ich mag... Also klar, sie sind schlecht. Darüber sind wir uns einig, oder? Gut. Aber das sind auf ihre eigene Art und Weise trotzdem irgendwie merkwürdig genial. Weil sie schaffen das, was manchmal Filme versuchen, die lustig zu sein, nicht hinkriegen, nämlich lustig sein. Sie sind so schlecht, dass es schon lustig ist. Ne? Quasi. Machen wir mal vier Eisenspitzhacken. Und ich weiß, ob ich genug Holz dafür habe. Aber garantiert habe ich genug dafür Holz. Yay. Hui. So. Ich stapel die gerne immer so übereinander. Das sieht für mich ganz schön aus. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. Redstone. Können wir auch gut gebrauchen. Ich habe jetzt spontan mich dazu entschlossen, entschieden, getut und tut, dass wir in den Dungeon gehen, wo wir gefunden haben. Aber allein, wenn aus der ganz normalen Konversation auf einmal so eine merkwürdige Frage kommt. Das ist wie, ich unterhalte mich jetzt mit jemandem. Ganz normal zum Beispiel, hey, wie fandest du diese Folge von XY? Und auf einmal frage ich, was hast du gestern gegessen? Total aus dem Zusammenhang gerissen. Oder irgendein Interview und auf einmal kommt die Frage. Jetzt habe ich nicht mal mein Beispiel. Das ist schlimm. Manchmal habe ich so Dörr-Momente. Weil mir einfach nichts einfällt, um das eine zu steigern. Oder ja, ein ganz normales Interview und auf einmal bist du gefragt, wie. Ne, das wär noch relativ normal. Ach, wenn ich eine Idee habe, nenne ich sowas langredig weiter. Ich denke gerade echt noch immer nach. Das ist schlimm. Sagen wir mal, man führt ein Interview mit einem berühmten LPer. Auf einmal fragt man ihn, wie sein Stuhlgang, welche Konsistenz sein Stuhlgang gestern hatte. Das würde die Abnormalität dieser Aussage unterstreichen. Übrigens, es gibt echt, das was ich ansprechen wollte, ich habe mit manchen Wörtern echt ein Problem zum Aussprechen, das ist schon lange bei mir. Zum Beispiel der Regisseur. Kann ich nur, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere, es richtig aussprechen, richtig aussprechen. Oder die Halunisation. Kann ich auch nicht schnell aussprechen. Ich kann es versuchen, Halunisation. Halunisation. Man merkt, es klappt nicht. Ich kann das Wort nicht schnell aussprechen. Deswegen benutze ich das Wort auch sehr selten bis gar nicht. Zum Beispiel anstatt Regisseur sage ich Direktor. Oder Direktor? Na, sowas ähnliches. Produzent zum Beispiel. Oder. Ne, Produzent war wieder was anderes. Ich umschreibe es eben. Zum Beispiel die Person, die quasi den Film produziert. Die quasi den Film leitet. So. Das klingt doch gut. Eine Person, die die Produktion des Films leitet. Oder die Filmung des Films. Auch wenn es Doppelkomma bitte wäre, aber egal. Es wäre passend. Ich sollte hier nicht so einfach so... Lalalala, die Welt ist schön blank, Lava. Das Lava da... Lava, genau. Der, die das Lava an das Decke. Der Stein an der Decke hat mich gestört. Hier haben wir noch zwei in diese Richtung. Eigentlich kann ich den Gang da hinten sogar zumachen und ausgleichen, aber das ist immer blöd. Ein Dungeon ausgleichen. Also ein kleines ist ja kein wirklicher Dungeon. Deswegen kann ich die Wand jetzt auch aufreißen und die Lava wegmachen.
Ich dachte, er wäre größer. War aber nicht. So. Ein kleiner Dungeon. Ein knuffiger Dungeon. Lass uns mal die Disparate klicken. Okay. Das hört jetzt an. So, Punkt. Auch wenn es überhaupt nichts mit Musik zu tun, aber ich weiß nicht, warum ich es in der Playlist habe. Aber es ist süß. Ist von YouTube. So. Okay, ich habe vergessen, ein Lied rauszumachen. Jedenfalls, das war Kirby und sein Poyo. Wer jetzt mal raten möchte, was kommt, wenn man mich in Skype anschreibt. Kein Poyo. Doch, manchmal. Je nachdem, ob ich im Aufnahme auf beschäftigt stehe. Das hören wir mal wegen Refrain. Ich habe mich keine Ahnung, wegen Copyright, ob ich da ein Problem bekommen könnte, aber das ist mir wegen Minecraft auch relativ egal eigentlich. Ist aus Yu-Gi-Oh! GX oder müsste aus GX sein. Wake Up Your Heart. Könnte auch aus 5D sein. Weil ich kenne nur das Videobild, das ist Yusei und Shaden in einem Bild, also nebeneinander. Und ich finde, das liegt ganz okay mit dem Refrain und so. Deswegen ist eigentlich meine Playlist, womit ich andere Spiele spiele. Wie zum Beispiel Privat Minecraft oder Terraria. Aber ich bin der Meinung, keine Lieder mit Hintergrundmusik. Also keine Lieder mit Stimme. Weil ansonsten lenkt das ab von mir persönlich. Aber Minecraft spiele ich halt lieber selbst gerne mit Musik. Ich spiele quasi Minecraft. Es ist kein Let's Play, ich mach's einfach so, weil ich Lust drauf habe. Deswegen sind mir doch meine eigenen Regeln relativ egal. Ach nö, meine Spitzhacke ist kaputt. So. Ja. Gut, dass da gerade eben nur 4-5 Lieder drin waren. Mit Stimmen und so. Ich hab die doch rausgelöscht, oder was ist war los? Da war noch Living on a Prayer von Bon Jovi drauf und 3 Yellow Card Lieder. Warum auch immer. Hab ich die übersehen oder was? War ich einfach so dumm und hab nicht bis 16 geguckt. Schlimm. Gut, dafür ist mir dann praktisch nicht mehr im Vollbild aufnehme. Ansonsten hätte ich so lange weitergeklickt. Guck mal, nicht viel von dem Beat gehört, also ich mach mir da keine Gedanken drum. Oh mein Gott, mein Kanal wird gesperrt! Was soll ich tun? Na gut, wenn mir YouTube jetzt 3 Strikes auf das Video geben würde, wäre mein Kanal wirklich weg. Aber es gibt ja allerhöchstens 1 Strike pro Video. Wenn überhaupt, ich denke nicht, dass ich ankriege. Ich bin da ziemlich zuversichtlich. Nicht naiver Typ. Das ist übrigens Fly Me to the Moon Karaoke. Ein Lied, was ich erfreulicherweise in Neon Genesis Evangelion, also einem Anime, wiedergefunden habe. Ein Anime, den ich nicht kapiert habe. Ich glaube, das ist ein Anime, wo man sagt, wenn du sagst, du hast ihn verstanden, lügst du. Weil, ich glaube, er ist relativ schwer zu verstehen. Weil die Story ist auch ein bisschen arg. Merkwürdig? Mann, aber ganz okay, ich habe mir alle Folgen an einem Tag angesehen. Also alles an einem Stück angesehen.
An einem Tag war es, glaube ich, sogar auch. Müsst gucken, wie viele Folgen das der Anime hat. Wenn ich das sage, ja, ich habe mir an einem Tag angesehen, dann hat das halt 500 Folgen gehabt. Nee, ich glaube, es hatte 50. Oder 30. Gut, ich meine, ich habe mir Code Geass innerhalb von 2 Tagen angesehen damals. Auf einem iPad. War lustig. Weil damals mein PC im Arsch war. Auch ein Lied mit Titel, also mit Text. Schlecht. Ja, übrigens, dieses Lied da gerade hört man auch zumindest auch bei mir, weil ich es irgendwie mag. Vor allem, wenn man japanische Sukiyo sieht. Dann hört man das öfters. Ja, wie gesagt, das ist... Minecraft muss bei mir einfach eine musikalische Untermalung haben. Deswegen. Sonst ist es mir persönlich zu ruhig. Das ist meine persönliche Meinung. Muss man nicht unterstützen? Kann man. So, ich glaube, ich habe inzwischen genug Stein für unser Häusel, oder? Wer jetzt noch zusieht, der hätte eigentlich einen riesen Keks von mir verdient. Na gut, es ist ja keine eine große Folge, sondern 2. Aber das nicht wegschalle, der hat einen Keks von mir verdient. Einen riesengroßen. Mit... Käse überbacken. Das war total ekelhaft. Okay. Und deswegen habe ich auch die Fackeln meistens an Rändern, damit ich mich orientieren kann, wie es aufgebaut ist. Wo ich quasi sagen kann, jetzt habe ich das immer noch offen. Das sagt keiner was. Das waren Statistiken. Schön, dann kommt ein paar über Statistiken. Großer Baum. So, jetzt haben wir technisch gesehen alles, was wir brauchen, um das Haus um 1-2 Ebenen zu erweitern. Aktuell eine Ebene. Wir haben sogar genug, um das Haus komplett umzubauen. Ein Cleanstone-Format, aber... Naja. Nee. Und es wird Nacht. Wie wunderbar. Ich muss irgendwie noch ein Dach drauf friemeln. Generell, ich brauche das Holz noch. Yeah. Mache ich so. Das sieht zwar extrem bescheuert aus, aber... Ich brauche von dem Holz für die Ecke noch. Muss ich Holz bauen. Muss ich Holz fallen gehen. Das Lager da unten wollte ich auch noch ausbauen. Gott, ich habe so viel vor. Ich nehme so wenig auf dafür, das ist schlimm. Bist du eine Steinecke? Ich glaube, ich habe nur die Grundmauern benutzt. Ich könnte auch einen 2. Stock verändern vom Grundriss her. Das wäre jetzt auch nicht das größte Kunststück Meisterwerke-Dings. Ich hab das Gefühl, so geht's schneller. Ich hab das Gefühl, ob ich ein Dead End. Passt eigentlich, oder? Und jetzt... Etwas Musik. Bist du eine Ecke? Jo. Die uns entspannen soll. Denn wir sind in Minecraft, wo Vanikas 91 Scheiße baut. Denn er ist kein guter Architekt. Aber das ist ihm egal. Er macht trotzdem weiter. Das ist wunderbar.
Solche Musik muss ich mir mehr raussuchen. Die ist schön, die passt. Die gefällt mir sehr gut. Ich kann technisch gesehen die Ecke hier ausmerzen. Dann hätte der zweite Stock ein bisschen was anderes. Aber wenn ich bei uns ans Haus denke, unser Haus ist auch nicht großartig anders. Also, es hat einfach immer dieselbe Grundstruktur. Der Unterschied zwischen unten und oben ist bei uns, dass wir oben eine Wand zwischen zwei Zimmern haben. Und unten halt nicht. Ich überlege immer noch, ob ich die Treppe hier rein könnte. Ich würde keine Wendeltreppe reinmachen, dafür ist das Haus zu klein. Ich baue den Rand noch fertig. Und da würde ich sagen, ich sammle offscreen Materialien, also Holz zum Beispiel. Und dann, weil das will ich euch nicht antun, ja, schon beim Stein zu gucken, also wer jetzt noch dabei ist, ist quasi die Hardcore-Gucker. Das ist klar. Er war jetzt fast 2 Folgen lang nur beim Stein gucken dabei. Das ist sehr mutig von euch und ich bewundere euch. Und ich werde mein Kind nach euch benennen. Außer zu viele von euch haben es enttäuscht durchgehalten. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, jetzt bin ich einfach mal so mal Minecraft. Ich habe jetzt 2 Folgen am Stück aufgenommen, ich bin so cool. Bis dahin. Haut rein.